Letztens wurde ich gefragt, ob ich nicht mal zeigen kann, wie ich so ein Buch der Schatten gestalte. Mein erstes richtige Buch der Schatten war ziemlich klein und unübersichtlich. Ich habe halt eine Sache nach der anderen geschrieben und hier habe ich es jetzt schon ein bisschen anders gemacht. Das ist praktisch mein zweites und mein richtiges. Aus dem kleinen habe ich übertragen, weil das auch nicht so gut war. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel wichtige Sachen hingeschrieben und aufgezeichnet, wie jetzt die Elemente, die Zeichen sind und so weiter. Dann habe ich hier eben halt die Sprüche groß geschrieben. Hier ist ein besseres Beispiel. Oder also die Erklärungen, normal, eine Kästchenreihe. Und das andere dann eben groß und nochmal nachgefahren. Genauso die Überschrift. Das habe ich so durchs ganze Buch gemacht. Teilweise eben was auch von Charmed übernommen. Und das Buch, was ich jetzt angefangen habe zu führen, da kommen wirklich nur meine persönlichen selbstgemachten Zaubersprüche rein oder Ideen. Habe ich eben halt auch wieder das Pentagramm und hier und ein paar Sprüche. Hier Buch der Schatten. Von wem? Ganz hinten habe ich reingeschrieben, wann ich es begonnen habe. Und dann kommt auch rein, wann ich dieses Buch beendet habe. Also wenn es voll ist. Hier habe ich jetzt das eben halt so gemacht. Die Überschrift farbig. Und das, was ich dann schreibe, ich habe da jetzt einen Hintergrund, liniertes Papier eben in jede zweite Zeile schreiben, damit man das auch hier schön sieht. Das ist halt dann, wenn Sprüche sind, übersichtlicher und Fotos von meinen Kräutersäckchen rein und die Erklärung eben dazu. Und hier von meinem Pocket-Altar auch Bilder dazu. Hier Wasser, Wein und Aufladen und Kräuterreinigungsbad, Schutzkristalle. Weiter hinten habe ich mit den Hexenfesten begonnen. Ja, also ist noch viel zum Reinschreiben.